Pokémon Gelb. Ja, ich habe mich offscreen, weil ich das ein bisschen nervig war, bin jetzt noch 5 bis 10 Minuten rumgehört. Habe den Türöffner gefunden. Er lag genau hier. Warte, ich gehe mal. So. Ja. Vielleicht erinnert ihr euch hieran, hier war diese komische Liste, wo stand blablabla, ein Reporter über sich nur bei Tauschen oder Linkkabel. Hier unten, ich weiß nicht, das ist, ich kann mal kurz nachgucken, welche Ebene das ist, wenn ich hier in den Fahrstuhl gehe. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, kann ich nicht nachgucken, weil der Stockwerk, in dem wir sind, wird auch angezeigt. Schade. Jedenfalls haben wir jetzt den Türöffner, der hier lag. Man musste durch diesen Teleporter, dann wieder zurück durch diesen Teleporter und dann konnte man da durch. Ein bisschen blöd, bisschen tricky gemacht. Protein. So. Es sind übrigens alle unsere Pokémon tot. Kadabra ist ein Level aufgestiegen. Tja. Naja. Ich hoffe, wir sollten jetzt hier in diesem Part mit dem Ding durchkommen. Bingo. Hier war ich übrigens auch schon drin. Da kommen wir noch ohne Türöffner rein, indem man den Teleporter hier links, wie gesagt, benutzt hat. So. Komm, das sieht mir schon sehr gut aus. Hypertrank. Hypertrank ist gut. Deine Pokémon scheinen dich sehr zu mögen. Wie kannst du das denn bitte beurteilen? Ich werde die Pokémon wiederbeleben kurz vor dem Kampf mit Giovanni. Jetzt würde es wenig bringen. Oh, na gut, sie würden... Kann man sich echt nicht... Ach, ja! Du siehst aus, komm, ruh dich kurz aus. Danke! Ist da Gary? Nein. Gibt noch genug Türen, die es zu den Riegeln gibt. Zum Beispiel die hier. TM03, ja. Irgendwo muss der Teleporter zu Gary sein. Und dem Raum, in dem Gary ist, in dem ist auch... Hier ist es sehr gefährlich, du wirst mich nicht retten können. Ist auch bestimmt der Teleporter zu Giovanni. Es wäre ein Teil, wenn Team Rocket die Silphco oder unsere Pokémon übernehmen würde. Ja, das wär's. Team Rocket ist hinter dem Meisterball her, mit dem man jedes Pokémon fangen kann. Ja, den können wir auch gut gebrauchen. Es gibt in diesem Spiel ja 2 Legendäre. Haha, du dachtest wohl, ich arbeite für die Silphco. Nee, eigentlich habe ich es nicht gedacht. Oder gibt's? Ich bin gerade überlegen. Ja, klar. Nee, was laber ich da? Es gibt auch viel mehr Legendäre. Bin ich denn komplett behindert? Es gibt ja noch Zapdos, Lavados und Arctos. Es gibt ja nicht nur Arctos und Mewtwo, ja. Oh, jetzt habe ich es verraten, es gibt noch Mewtwo, aber das weiß eh jeder. Ja. Mewtwo gibt es aber erst nach dem Spiel. Ja. Ich finde es ein bisschen blöd. Ich finde es immer toll, wenn alle Legendären vor dem Spiel, also vor Ende des Spiels, also vor der Champions League, vor der Champions League, natürlich, vor der Champions League, vor der, oder heißt es nicht, vor der Pokémon Liga. Warte, ist es deren Ernst? Oh, das ist deren Ernst, ja, verarsch mich doch nicht. So, hier sind auch noch Türöffner, das weiß ich. Nee, das bringt uns nicht viel. Das bringt uns auch nicht viel. Tja. Jetzt sind wir im Eingang. Das bringt nicht so viel. Ach Gott, nein. Durch den sind wir noch nicht gegangen. Genau, durch den sind wir nicht gegangen. Ja. Was hat dich aufgehalten, Andi? Ha, ich wusste, dass du würdest hier vorbeikommen. Ich schätze, Team Rocket hat dir ganz schön zugesetzt. Ich habe dich in Saffronia City gesehen und mich gefragt, ob du seitdem besser geworden bist. Ich bin immer noch allemal besser als du, denn mit meinem Klingsturm mache ich dich jetzt fertig. Den halt nicht. Dann mache ich dich halt mit meinem Mega-Hieb fertig. Ja, sag ich doch. Austausch hat keine Chance gegen unseren... Doch, scheinbar schon. Donnerblitz. Bam! Level 33. Nein. Also. Agilität soll nicht erlernt werden, ja.
Dann haben wir unser tolles Risikodeckel. Risikodeckel, Risikodeckel, Risikodeckel. So. Risikodeckel. Donnerblitz. Na, schade. Garados. Drachenwut. Mann, du bist so gut, dass du gegen den Rocket Boss antreten kannst. Azadi, ich zieh dann mal weiter. Wenn ich in den Pokédex sehe, kenne ich, wie stark die Pokémon sind und wie sie sich entwickeln. Ich werde zur Pokémon-Liga gehen, dann werde ich die Top 4 ausstechen. Bald bin ich der mächtigste Trainer der Welt. Viel Glück, Adi, und trainiere schön weiter. Ciao. Danke. Bleib sofort stehen, Kleiner. Unser Boss ist gerade sehr beschäftigt. Du solltest ihn besser nicht stören. Ja, ihr könnt mich mal... Drachenwut, Drachenwut. Und Drachenwut, und Drachenwut, und Drachenwut. Und Drachenwut, und Drachenwut. Ah, fuck. Und Biss. Wie immer. Ja, gut. So schnell wie das Licht. So. Items. Belieber. Und Supertrank. Oh, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen. I. So. Ah, Adi, so trifft man sich wieder. Ich führe gerade äußerst wichtige Verhandlungen mit dem Präsidenten. Halte ich ein für einmal aus den Geschäften Erwachsener heraus. Oder lernst du eine Welt voller Schmerzen kennen? Mega Hieb. Mega Hieb. Mega Hieb. Ja. Oh, ich würde mal sagen, Mega Hieb, ne? Mega Hieb. Und ach komm, lass mal Metronom einsetzen. Wiggle, 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 wiggle. Da, 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 da. Risikodeckel, Risikodeckel, komm schon, Risikodeckel. Yo. Donnerblitz, Garados und Biss. Gewonnen, das war easy. Ah, wieder verloren. Verdammter Mist, du hast unsere Übernahme des Silphco verwaltet. Aber Team Rocket wird niemals aufgeben. Adi, vergiss es nicht, dass alle Pokémon nur zum Nutze des Team Rocket da sind. Ich muss gehen, aber meine Zeit wird kommen. Natürlich. Sekretärin, ach, wir danken dir für deinen Heldenmut. Du hast uns vor allen gerettet, danke. Ich danke für die Rettung der Silphco. Ich werde niemals vergessen, wie du unser trotz größter Gefahren tapfer gerettet hast. Wie kann ich dir bloß meinen Dank aussprechen? Ich bin reich, ich könnte dir alles geben. Aber vielleicht ist das hier eher was für dich. Du hast keinen Platz mehr. Ja, das ist was für mich, so keinen Platz mehr zu haben. Nein, Schwertanz können wir Müll werfen, ja. Gib uns den Meisterball. Man kann ihn nirgends kaufen. Er ist der streng geheime Prototyp des Meisterballs. Du kannst ihn mit jedem Pokémon beim ersten Versuch einfangen. Wäge doch sorgfältig ab, wann du ihn einsetzt. Ja. Geschafft. Geschafft. Ich wiederhole es nochmal. Geschafft. Ich buchstabiere es nicht. Aber geschafft. Das heißt, wir sind fertig. Ja. Vielleicht seht ihr ja schon, warum mich dieses Gebäude ein bisschen angekotzt hat. Naja. Wir machen jetzt auch die Arena. Und dann ist der Part vorbei. Und dann fehlen uns nur noch zwei Arena-Leiter und die Top 4. So. Hey, warte, du Champion in Spee. Die Pokémon von Sabrina benutzt Psychokinese anstelle von psychischen Kräften. Kämpf-Pokémon sind bla bla bla, ja. Obwohl Sabrina noch jung ist, ist sie unsere Arena-Leiterin. Wir lassen dich nicht einfach so zu ihr gehen. Doch, das werdet ihr, weil ich euch jetzt einfach auseinandernehme. Ja. Oh, mal was anderes als Fleckmon, wow. Ja. Aber mal gucken, vielleicht kommen wir irgendwann zu. Oh, wir sind bei ihr, wow. Eine Vision hat mir deine Ankunft vorausgesagt. Ich beherrsche die Psychokinese, seit ich ein Kind gewesen bin. Zunächst habe ich gelernt, mit Psychokinese Löffel zu verbiegen. Ich verabscheue den Kampf, aber wenn du es wünschst, beweise ich dir meine Kräfte. Sie ist the next Uri Geller. Obwohl, was lief Uri Geller? Vielleicht war sie ja schon vor Uri Geller. Wer weiß. Ach du... Ach, ein April Level 50, ja. Wow! Also...
Keine Worte. Ich finde keine Worte für dich. Keine Worte für dich. Ich finde die Worte nicht. Ich hab die Worte nicht. Um zu sagen, wie scheiße dein Abra war. Okay, dafür ist dein Rest gar nicht schlecht, ne? Kickli hat 1552, geil. Simsal, oh Gott, das wird jetzt auch... Wir sind 20 Level unter ihr, ne? Doppelkick! Doppelkick! Mehr Energie! Noch mehr Energie! Schade. Psychokinese! Psychstrahl! Psychstrahl! Genesung! 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 Psychstrahl! Psychstrahl! Genesung! Genesung! Psychstrahl! 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 Genesung! Genesung! Psychstrahl! Psychokinese! Genesung! Genesung! Psychokinese! 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 Ja! Simsel Level Musik hat aber fast 2000 EP. Ja. 42, Reflektor. Nee. Ich bin erschüttert, aber verloren ist verloren. Ich muss gestehen, ich habe mich nicht allzu sehr angestrengt. Ich schenke dir den Sumpforden. Der Sumpforden lässt Pokémon bis Level 70 deinen Befehlen folgen. Stärkere Pokémon können sich dir widersetzen und deinen Befehlen ignorieren. Achte darauf, dass deine Pokémon hier jederzeit unter Kontrolle hast. Warte, nimm noch diese TM von mir. Dein Rucksack ist zu voll. Das sollten wir sogar nehmen, glaube ich. Bodycheck war es, genau. Jetzt auf eine Anspielung von zwei Parts. Bodycheck macht den Rückstoßschaden. Auch im Finale kann ich wegwerfen. So, was hast du denn für uns? Psywelle. Ja, dachte ich mir. Nee, hä, schon wieder, hä, nicht draußen? Nicht draußen? Dann war es der und einer von denen ist es. Ja, der hier. Ja, ich sage danke fürs Zusehen, oder? Warte. Vielleicht, nee, wir holen uns noch Fliegen in diesem Part. Glaube ich. Heilung. Nein. So. Wenn das war nämlich in einem Haus links von Prismania City. Kann auch sein, dass wir uns Fliegen nicht holen können, weil wir den Fahrrad brauchen. Ne, ich weiß wieder, wo es ist, glaube ich. Ich weiß, glaube ich. Erstmal haben wir hier einen Relaxo. Und setzen hier jetzt der Schneider ein. Ich weiß nicht, ob ich Relaxo fangen werde, weil... Ich sage danke fürs Zusehen, weil jetzt müssen wir nochmal ins Pokémon Center und den Zerschneider und so einen Kram holen. Ich sage danke fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.